Ich komme gleich, Charlie. Das ist dann alles. Tja, dann. Wenn die Stimme des Herzens ruft, was soll ich da noch sagen? Du sollst sagen, dass du meine Entscheidung respektierst, dass du verstehst, warum ich gehen muss und dass ich keine Angst zu haben brauche, weil alles gut wird, Anna. Else, Else. Sei doch froh, dass du mich los bist. Ich war dir doch nur im Weg, oder? War. Inzwischen habe ich mich aber an dich gewöhnt. Ja. Jeder braucht jemand, auch ein Pfarrer, mit dem er reden kann. Und leider bist du hier die Einzige, die sich traut, mir ab und zu mal ordentlich die Meinung zu sagen. Jeder braucht jemand. Sehr richtig. Werner braucht mich. Vor allem jetzt, nach dem Tod seiner Frau. Und ich brauche ihn. Ich habe ein ganzes Leben lang gewartet, Adam. Mein ganzes Leben. Du hast dir immer genommen, was du wolltest. Ich habe mit dem Vorlieb nehmen müssen, was sich so ergab. Wie jeder, der nicht weiß, was er will. Jetzt weiß ich, was ich will, Adam. Zum ersten Mal. Und ich werde es mir nehmen. Tut mir leid. Ich war gerne hier bei dir. Aber du brauchst mich nicht wirklich. Du hast ja den lieben Gott. Aber der kann nicht kochen. Also, dann tu, was du nicht lassen kannst. Tja, also Else, ich hoffe, du lässt dich bald mal wieder bei mir sehen. Auf jeden Fall. Und sag dem Werner viele Grüße. Er braucht keine Angst vor mir zu haben. Er kann sich ruhig auch mal blicken lassen. Ja, dann leb wohl. Herr Kempfert! Herr Kempfert! Morgen, Herr Bürgermeister. Gehen Sie weg? Ja, warum? Geht es auch später. Ich bräuchte Sie nämlich dringend. Haben Sie die Zeitung gelesen? Sie meinen die Kolumne von Bardusch? Ja, jetzt ist es raus. Ich habe Angst, der Betriebsrat mobilisiert seine Leute. Der Dannecker muss wissen, dass wir auf seiner Seite sind, falls es zum Streik kommt. Kommen Sie. Jetzt? Ja, je früher, desto besser. Jetzt ist er noch zu Hause und kann sich nicht drücken. Tut mir leid, Charlie. Aber ihr habt ja gehört. Ja, und wir? Keine Angst, da kann nichts schiefgehen. Habt ihr die Kalkulation vom Busche? Na also, sagt dem Herrn Notgall einen schönen Gruß von mir und wenn er das Konto von St. Augustin behalten will, dann soll er euch mal helfen, okay? Und wenn er Nein sagt? Ach, der Charlie schafft das schon. Tut mir wirklich leid, aber ich muss dringend weg. In 1 bis 2 Stunden bin ich zurück, ja? Okay. Was haben Sie denn mit denen vor? Die Jungs brauchen Geld, sie wollen eine Firma gründen. Drogen und Lederwaren en gros, was? Jetzt fangen Sie ja nicht auch noch an. Schon gut. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Was Glück, dass du mich noch antriffst. Hat Deutz die Schläger schon eingepackt? Ja, erwartet. Ich brauch dich nur 2 Minuten. Herr Dannecker, darf ich Sie erinnern? Nimmst du das Zeug immer noch? Das hilft doch nichts. Ich weiß, aber es beruhigt. Danke, Frau Müller. Du solltest mal zum richtigen Arzt gehen. Ja, aber deswegen bist du doch nicht hergekommen, oder? Hast du den Artikel schon gelesen? Bin gleich fertig. Unser Herr Lokalredakteur geht aufs Ganze. Ja, da steckt sicher dein Herr Kempfert dahinter. Ist doch eigenartig, wie naiv so manche Leute sind. Naiv? Unterschätze Kempfert nicht, der tut bloß so. Und dich steckt da noch allemal in die Tasche. Mich? Ich fürchte eher dich. Ich hoffe, du machst jetzt keine Dummheiten. Der Vorschlag war doch idiotisch. Ungewöhnlich, mein Kind.
sehr ungewöhnlich. Ob er idiotisch war, wird sich zeigen. Also, Vater, mach dich doch nicht lächerlich. Was regst du dich auf, selbst wenn ich den Vorschlag gut finde? Glaubst du nicht im Ernst, dass unser Betriebsrat da mitzieht oder die Gemeinde? Wäre ja ein mittleres Weltwunder, wenn die auf ihre Steuereinnahmen verzichten würden oder unsere Leute auf ihre Lohnerhöhung. Leider glaube ich das. Vor allem, wenn du dafür bist. Du vergisst eins, Vater. Für die Leute bist du die Firma Dannecke. Ach ja? Und für dich? Du kennst den Gesellschaftervertrag so gut wie ich. Ich habe nur 26%. Ich auch. Vater! Du wirst auf jeden Fall überschritten. Und ich denke nicht daran, stillzuhalten. Meine Anteile plus die Anteile von der Bank reichen allemal. Die haben es nämlich auch satt, in Eberfeld ständig Geld zu stecken. Wir sollten mal wieder Schach spielen. Du meinst, du kannst mich immer noch schlagen? Wenn du dir unbedingt beweisen willst, dass du gegen mich gewinnen kannst, dann ist das mit Holzfiguren ehrlicher als mit Menschen. Dannecke. Nein, in Eberfeld. Machen Sie mir sofort einen Termin im bischöflichen Ordinariat. Bischof Neubauer, glaube ich. Ja, und zwar am besten noch heute. Sagen Sie, es geht um Pfarrer Kempfert. Ja, Dr. Kempfert. Tag, Frau Möller. Sie rufen ist der zurück? Herr Dannecke da? Gut, ich warte. Zum Golfplatz. Kann ich was ausrichten? Naja, ich weiß nicht. Das ging aber schnell. Danke, Frau Möller. Möchten Sie nicht da reinkommen? Sie waren schneller. Sie können auch mit mir reden. Was Sie zu sagen haben, kann ich mir schon denken. Das glaube ich zwar nicht, aber... Ich weiß, mit mir können Sie nicht so leicht Richtung Politik machen wie mit meinem Vater. Kommen Sie, Herr Kempfert. Trotzdem würde ich es vorziehen, wenn Sie in Zukunft in meinem Büro kommen würden, wenn Sie etwas von uns wollen. Und hören Sie auf, meinen Vater zu manipulieren. Wer manipuliert hier wen? Wie meinen Sie das? Sie wissen genau, wie ich das meine. Wir müssen doch nicht alle rein. Charlie ist der Chef, oder? Mensch, wenn wir da alle anrücken, dann kriegt doch der Bankmensch die Muffe. Nee, nee, er geht mit. Unterschreiben müssen sowieso alle. Oder meinst du, ich nehme die 20 Riesen auf meine Kappe? Hä? Hey Leute, was ist denn? Wir sind jetzt am Bahnhof. Hier wird gegessen und weggeriegelt. Okay, bringen wir es hinter. Hast du die Papiere? Ja, alles klar, hier. Mein Name ist Notgall, ich bin der Leiter dieser Filiale und die sind Karl Strecker. Hallo. Tag, Herr. Tag. Strecker. Thomas Metzger. Tag. Kennen wir uns nicht? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, und wen haben wir sonst noch? Tag, Hansi Christ. Ja, dann sind Sie Heinrich Rösner. Tag. Tag. Na, und das junge Fräulein. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz. Haben Sie das hier verfasst? Nee, unser Unternehmensberater. Ach, was Sie nicht sagen. Und wer, wenn ich fragen darf? Herr Busche. Doch nicht von Busche und Römer? Leo Busche, wieso? Aha. Wenn Sie sich den leisten können, brauchen Sie keinen Kredit. Der kostet uns nichts. Wir sind befreundet. Ah ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, was Ihr Freund da ausbaldowert hat. Sie wollen also der Post Konkurrenz machen. So, so. Ja? Mhm. 2 Stunden garantierte Lieferfrist, vielleicht sogar nur 1 Stunde, da sind wir konkurrenzlos. Das geht ja natürlich nicht. 12.000 Mark Eigenkapital. Motorräder können wir nicht als Eigenkapital akzeptieren. Ja, aber das ist ja gerade der Witz. Mit unseren Rädern sind wir viel schneller als die anderen. Leider finanziert unser Institut keine Witze. 20 Mark pro Sendung. Das bezahlt doch kein Mensch. Mit dem Taxi kostet es das Doppelte. Und dauert länger. Also, nehmen Sie, danke, es mir bitte nicht übel, Herr Rösner, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Taxi und einem Rocker, sowas ist schließlich Vertrauenssache, ne? Wir kriegen Uniformen. Und jede Sendung ist versichert, bis zu 1.000 Mark. Das ist ja schon einkalkuliert. Ich weiß. Aber wie kommt Herr Busche auf 18.000 Mark Rendite?
Von irgendwas müsst ihr doch leben. Ja, wir brauchen nicht viel. Bis auf Tommy wohnen wir alle bei unseren Eltern. Zumindest vorerst. Und wir lassen den Gewinn stehen. Sie haben in 2 Jahren ihr Geld zurück. So, das hat Herr Busche geraten. Was, das ist doch unternehmerischer Unsinn. Nicht? Zinsen sind absetzbar und je höher der Gewinn, desto mehr Steuern. Ja, das hat der Busche auch gesagt, aber uns ist es lieber so. Mit Schulden macht's nämlich nicht so viel Spaß. Und warum sollten wir für die Bank arbeiten? Psst. Ja, 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 also ich würde sagen, Sie lassen das mal hier und ich überlege mir die Sache. Ende des Monats gebe ich Ihnen Bescheid. Was gibt's denn da zu überlegen? Die Firma steht wie eine Eins. Auf dem Papier. Alles, was Sie haben, ist ein Stück Papier. Ja, und überhaupt ohne Unterschrift Ihrer Eltern läuft da überhaupt nichts. Wir sind alle über 18. Ja, das mag ja sein, Herr Strecker, aber ohne Bürgschaften, nicht? Können wir das Ganze gleich vergessen, bitte. Sie geben auch nur denen Geld, die schon genug haben. Wie? Kommt. Das ist eine gute Idee. Und Sie wissen das. Sie wollen uns noch nicht ranlassen an den Kuchen, so ist es doch. Komm, lass den Satz. Wer an den Kuchen ran will, muss sich an die Spielregeln halten. Ihr habt doch noch keinen Tag in eurem Leben richtig gearbeitet, aber eine Firma aufmachen. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht in 3 Wochen alles hinschmeißt? So ein Kredit ist Vertrauenssache. Und wir haben Ihnen vertraut. Ist das nicht komisch? Was wollten die denn von dir? Mach wenigstens die Tür zu, wenn du mich tust. Was interessieren dich diese Typen? Ja, hast du ihn denn nicht erkannt? Wen? Na, den mit der Yuppie-Frisur. Mit was für einer Frisur? Der junge Mann, der deinen Wagen repariert hat. Ach, du meinst in Bad Königshof? Genau. Hat er dich erkannt? Na, wenn ich ihn erkannt hab. Ach was, das ist doch schon eine ganze Weile her. Und wenn schon? Ja, was wollte er? Einen Kredit. Und, hast du ihn bewilligt? Nein, nun reg dich bitte nicht auf. Du siehst schon wieder überall Gespenster, Hannelore. Wir waren zusammen auf einem Weiterbildungskurs. Ne? Da ist doch nichts dabei. Wie jedes Wochenende. Hm? Aber nicht dieses Wochenende. Wieso? Mein Mann kommt zurück. Ach, wann? Morgen. Aha. Na ja, wie wär's denn mit heute Abend? Günther, wenn einer reinkommt. Frau Henninger, würden Sie die Akte Sasse aus meinem Wagen holen, ja? Seien Sie doch so gut. Jawohl, Herr Notke. Mensch, wenn ich nur wüsste, wo ich den Blödmann schon mal gesehen habe. Hey, na klar, jetzt weiß ich's wieder. Das ist ein Wagen. Ist ja sehr interessant. Und die Tussi kenne ich auch. Sehr interessant. Und jetzt? Bleiben wir hier sitzen oder fahren wir? Also, ich finde, wir sollten den Kämpfer holen. Den Fahrer schmeißt er doch bestimmt nicht so schnell raus. Okay, aber erst versuchen wir es noch woanders. Ja, dann mach's mal schön. Dringend tut's doch sowieso nichts. Hey, es muss doch nicht alles so beknackt sein wie der. Viel Spaß, ich hab da eine bessere Methode. Hey, Tommy! Hey, Tommy, du Arsch! Wir haben gestern im Gemeinderat abgestimmt, Herr Dannecker. So, haben Sie. Ja. Sie haben also abgestimmt und abgelehnt. Ich habe nichts anderes erwartet. Der Gemeinderat hat zugestimmt. 7-5. Es geschehen Zeichen und Wunder. Eine Unverschämtheit. Nacht, Niet, Nob, Notgall. Notgall-Installateur, Notgall, Günther, Bankkaufmann. Hallo? Spreche ich mit Frau Notgall? Ah ja, sehr schön.
Mein Name ist Hase und wir machen eine Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit. Ja, ja, genau. Und da wollte ich fragen, ob Sie mir eventuell ein paar Fragen zu den Ernährungsgewohnheiten Ihres Haushaltes beantworten könnten. Natürlich streng vertraulich. Ja. Aha. Ach so, ja gut, dann möchte ich nicht weiter stören, ja. Okay, trotzdem vielen Dank. Wiederhören. Selbst wenn der Filter finanziert ist, dann haben wir zwar die Umweltbehörde vom Hals, aber die Probleme mit der Rentabilität der Firma sind damit noch längst nicht gelöst. Die neuen Lohnforderungen liegen schon auf dem Tisch. Also Gewinne müssen Sie schon selbst machen. Die können wir nicht auch noch liefern, frei Haus. Ihr habt die Kuh jahrelang gemolken. Jetzt ist sie krank. Gesund wird die nicht von heute auf morgen. Sie haben doch genauso mitgemolken. Und dass die Kuh krank ist, das können Sie keinem von uns auf die Schiene nageln. Sie sind doch der Chef da draußen, nicht ich oder der Kollege Meier an der Drehbank. Herr Rösner. Ist doch so. Lieber Herr Rösner, Sie überschätzen mich. Die Firma trägt zwar meinen Namen, aber gehören, ich meine, im Sinne von besitzen, na, gutdünken, schalten und walten dürfen, ist längst vorbei. Lesen Sie eigentlich nie die Jahresberichte, die wir Ihnen zuschicken? Wir haben einen Aufsichtsrat, wie jeder andere AG auch. Aber die Familie hält immer noch die Mehrheit der Anteile. Und das sind Sie und Ihre Tochter. Also verstecken Sie sich nicht hinter dem Aufsichtsrat. Das ist billig und passt nicht zu Ihnen. Danke. Herr Rösner hat recht. Ohne meine Tochter läuft hier gar nichts. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Sie sich auf unsere Tradition besinnt. Im Augenblick ist Tradition für Sie ein Klotz am Bein, wie für alle jungen Leute. Vor allem, wenn Opfer verlangt werden. Und hinzu kommt noch, dass sie es mir zeigen will. Auch das kann ich verstehen. Ich habe sie bisher am langen Zügel laufen lassen. Aber jetzt will sie es wissen. Jetzt geht sie über den Zaun. Das arme Kind. Wenn das meine Tochter wäre. Ja? Es klingt ja fast so, als ob sie lieber eine Fabrik mit 700 Leuten hops gehen lassen. Nur damit ihr Töchterchen keinen Knacks wegbekommt. Herr Dannecker, bitte nehmen Sie es Herrn Rösner nicht krumm. Jedes Ding hat zwei Seiten, je nachdem, wie man es anschaut. Herr Rösner sieht nur die Zahl, Sie nur den Kopf. Gibt's nicht noch eine dritte Möglichkeit? Nämlich die ohne Ihre Tochter? Wenn Sie die Stimme der Aktionäre auf Ihre Seite bekommen könnten, dann hätten wir doch grünes Licht. Theoretisch schon. Na also. Nur, ich liebe meine Tochter. Ich bin ein alter Mann, ich hab sonst niemanden. Und sie hat immer zu mir gehalten. Das war nicht immer leicht, das können Sie mir glauben. Die meisten Leute haben Angst vor mir. Sie hat mich respektiert, ja, aber nie Angst vor mir gehabt. Sie hat immer getan, was sie für richtig hielt und meistens war es auch das Richtige. Und lieber Herr Rösner, das eine wollen wir doch mal festhalten. Auch was das Werk Eberfeld angeht, hat sie eigentlich recht. Denn vom unternehmerischen Gesichtspunkt aus gehört das Werk längst dicht gemacht. Und wenn ich so alt wäre wie meine Tochter, würde ich nicht eine Sekunde zögern, es zu tun. Und warum tun Sie es dann nicht? Weil ich inzwischen gelernt habe, dass es zwischen Soll und Haben noch einige andere Spalten in der Buchführung gibt. Wollen, können, dürfen. Und noch einiges andere mehr. Man darf nicht alles tun, was man kann. Aber man muss auch nicht alles tun, was man sollte. Also noch einmal, Berg Eberfeld wird nicht geschlossen. Schon gar nicht, wenn ich sehe, wie Sie und die Gemeinde sich dafür engagieren. Es wäre mir nur verdammt lieber, ich müsste das nicht gegen den Willen meiner Tochter tun. So, und jetzt tue ich was für meine Gesundheit, wenn Sie nichts dagegen haben. Guten Tag, Herr. Na, was meinen Sie? Er muss es mit den Aktionären machen, sonst sehe ich schwarz. Wieso? Wenn er Sie angeblich doch so liebt? Ah, das Pferd ist doch längst über den Zaun. Dannecker hält nur noch die Zügel in der Hand. Halten Sie hier nochmal an, bitte. Was muss ich zahlen? 58,60 Mark. Stimmt so.
Brauchen Sie eine Quittung? Nee. Kannst machen, was du willst. Ich finde dich überall. Ich habe ja versucht, dich zu erreichen, aber du warst schon weg. Macht doch nichts. Ja, Rüdiger. Ein großes Schiff. Rüdiger. Das da ist Leo. Tag, Rüdiger. Also ich weiß nicht, wie ich das finde. Geht einfach mit meiner Freundin spazieren. Heute ist unser Jubiläum. So? Wir kennen uns genau 56 Tage. Bist du sicher? Ganz sicher. Ein Mann vergisst nie den Tag, an dem ihm eine Frau einmal kaltes Wasser über den Kopf geschüttet hat. Ja, wenn einer so rangeht wie du, was bleibt denn da anderes übrig? Ich bin ja da. Prost. Willst du mir verpusten? Du? Hm? Willst du mich heiraten? Leo. Ja? Ja, aber du kennst mich doch gar nicht. 56 Tage. Und die Nächte nicht zu vergessen, in denen ich an dich gedacht habe. Und daran, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Deine Arbeit hat einen Sinn. Du gibst den Menschen was. Ich hab kassiert, ausgegeben. Aber ich hab nie gegeben. Ich war ein Angeber. Das hast du mir erst klar gemacht. Alter. Und du glaubst, wenn du mich heiratest, dann hat alles plötzlich einen Sinn? Ich liebe dich. Ich dich auch, Leo. Aber glaub doch nicht, dass mein Leben sinnvoller ist als deins. Was mache ich denn? Wenn ich Rüdiger nachher wieder abliefere, dann sitzt er in der Ecke und starrt vor sich hin und wartet, bis jemand kommt, der nächste Woche wieder spazieren fährt. Immerhin, du kommst, oder? Mhm. Aber ich mache mir nichts mehr vor. Das ist so einfach. Man spielt den Helden, opfert sich für die gute Sache, verzichtet auf alles Mögliche. Und dafür kriegt man den Sinn des Lebens geliefert, nicht wahr? Das ist es doch wert. Alles nur Haschen nach Wind, Leo. Ja, ein Schiff, Rüdiger. Und nächste Woche, wenn wieder so schönes Wetter ist, dann fahren wir mit dem Schiff. Erst den Main runter und dann den Rhein. Ja, vielleicht kommt Leo auch mit. Na? Alles klar? Erzählt mal. Da gibt's nichts zu erzählen. Abgelehnt. Abgelehnt? Wir waren noch auf der Unionsbank, aber die haben den Schrieb von Busche nicht mal gelesen. Soll das heißen, der Notgall gibt euch nichts? So ist es. Nur wenn unsere Eltern bürgen und dann will er sich das immer noch überlegen, aber das können sie vergessen. Er hat was gegen uns. Von dem würde ich sowieso kein Geld nehmen. Na, das werden wir ja sehen. Herr Pfarrer! Ja? Sie möchten den Herrn Bischof anrufen, wegen dem Fräulein Dannecker. Ah, ich komme. Wo ist denn euer vierter Mann? Hat sich abgesahlt. Der Tommy ist ein Chaot. Hm. Und, was geschieht das an? Nichts. Aber ich weiß ja nicht, was Ihre Frau dazu sagen würde, wenn sie wüsste, was Ihr Günterchen so treibt am Wochenende. Aber wahrscheinlich haben Sie mit Ihrer Sekretärin ja nur Pilze gesucht. So, junger Mann. Jetzt stehen Sie auf und entschuldigen sich bei mir. Und dann machen Sie, dass Sie herauskommen, und zwar etwas plötzlich. Oder glauben Sie im Ernst, ich lasse mich von einem Typ wie Sie erpressen? Seien Sie froh, dass ich einen 18-jährigen Sohn habe und weiß, auf was für idiotische Ideen man in Ihrem Alter kommen kann. Sonst würde ich jetzt die Polizei rufen. Hey, hey, wer sagt denn was von Erpressung? Eine Hand wäscht die andere, oder? Also raus jetzt. Raus!
Fräulein Danneke, bitte. Du bist heute Abend noch zu erreichen. Ja, gut. Fräulein Dannecker, Herr Bischof. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Bischof. Guten Tag. Ihren Vater kenne ich ja nun schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Spielt er immer noch so gut Golf? Ja, nur selten. Er ist immerhin schon bald 70. Ach, heutzutage spielt das doch gar keine Rolle. In diesem Fall leider doch. Und damit sind wir schon beim Anlass meines ziemlich überfallartigen Besuches. Ach. Doch, doch. Es ist sonst nicht meine Art, mich so aufzudrängen, aber so wie die Dinge sich entwickelt haben, schien mir Eile angebracht. Was für Dinge? Genauer gesagt, die Art und Weise, wie Pfarrer Kempfert sein Amt missbraucht und versucht, Einfluss auf meinen Vater zu gewinnen. Und damit auf die Geschäftsführung der Dannecker AG. Pfarrer Kempfert? Ja, Pfarrer Kempfert. Er wäre es nicht vorstellbar, dass Ihr Vater den Pfarrer Kempfert um Rat gefragt hat. Das mag schon sein, aber wie ich schon sagte, mein Vater ist bald 70 und ältere Menschen tendieren nun mal dazu, wie soll ich sagen? Ja, ja, nur zu. Sehen Sie, sein Leben lang hat mein Vater zur Kirche ein eher distanziertes Verhältnis gehabt. Amüsiert bis kritisch. Er hat einmal gesagt, er nutze nur die menschliche Arbeitskraft aus, die Kirche dagegen die Dummheit der Menschen, und das sei ein Verbrechen. Nun, ich habe den Verdacht, dass Pfarrer Kempfert ziemlich skrupellos die Angst meines Vaters vor dem Tode ausnutzt. Man kennt das doch. Da kommt der Pfarrer, malt den Teufel an die Wand und man denkt, nun ja, mein Vater hat im Diesseits ganz gut gelebt und ich glaube kaum, dass er im Jenseits seinen Lebensstandard verschlechtern möchte. Mhm. Kurzum, ich möchte Sie bitten, Herrn Kempfert zurückzupfeifen. Von mir aus kann er sich weiterhin um den Seelenfrieden meines Vaters bemühen und Spenden kassieren. Aber aus unseren Geschäften soll er sich heraushalten, davon versteht er nichts. Und es kann doch kaum in Ihrem Interesse liegen, dass, wie Kempfert vorschlägt und wie in der Zeitung zu lesen ist, die Kirche zugunsten des Werkes Eberfeld auf ihre Kirchensteuer verzichtet, oder? Nein, das wäre nicht in unserem Interesse. Und sowieso, das sind doch alles Fantastereien. Natürlich wäre eine solche Lösung möglich, wenn die Menschen anders wären. Aber sie sind es nicht. Noch nicht. So lange kann ich nicht warten. Sie haben ja noch ein paar tausend Jahre Zeit. Also, kann ich mit Ihrem Einverständnis rechnen? Ich werde mich informieren und mit ihm reden. Sagen Sie, haben Sie wirklich vor, das Eberfelder Werk zu schließen? Das entscheide nicht ich, sondern die Mehrheit der Aktionäre und der Vorstand. Auf jeden Fall nicht der Herr Kempfert. Sicher nicht. Grüßen Sie Ihren Herrn Vater. Ja. Sie haben mir zugehört. Sie haben die ganze Zeit gelächelt, aber wirklich geantwortet haben Sie mir nicht. Fast wie mein Vater. Mein Beruf ist es, der Vater aller zu sein und nicht Partei zu nehmen, weder für den einen noch den anderen. Und da bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als zuzuhören und verständnisvoll zu lächeln. Ziemlich indifferent, finden Sie nicht? Ach, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was ich denke, da wären Sie auch nicht glücklich. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wiedersehen, Herr Bischof. Wiedersehen. Machen Sie mir eine Verbindung mit Pfarrer Kempfert. Ja. Der Herr Kempfert möchte Sie sprechen. Ah, ja. Tag, Herr Kempfert. Guten Tag, Herr Notzger. Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich bitte Sie.
Dafür sind wir doch schließlich da. Also, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ja? Kaffee? Ja, warum nicht? Also, zwei Tassen bitte. Mit ja? Milch und Zucker? Schwarz, bitte. Ja, womit kann ich Ihnen dienen? Also, jetzt tun Sie aber nicht so unschuldig, Herr Notgeil. Sie wissen doch genau, warum ich hier bin. Und ich muss sagen, ich hätte etwas mehr Verständnis von Ihnen erwartet. Den jungen Leuten ist es ernst damit. Und die Firma hat Hand und Fuß. Das hat selbst Herr Busche gesagt. Sie kennen doch Herrn Busche. Ja, flüchtig, flüchtig. Und mit seinen abenteuerlichen Klimmzügen, die er so drauf hat, bin ich nicht immer ganz einverstanden. Schauen Sie sich doch den Schlamassel mit dem Werk Eberfeld an. Hat er schließlich auch seine Finger drin. Das ist doch ganz was anderes. Aber das hier... Der Herr Pfarrer? Oh, danke schön. Einmal schwarz? Ja, danke sehr. Aber das, warum haben Sie die jungen Leute im Regen stehen lassen? Und ich sage denen noch, keine Angst, Kinder, der Herr Notgeil ist kein Unmensch. Wenn der ein gutes Geschäft füttert und sieht, dass es euch ernst ist, dann... Ja, dann geben Sie denen das Geld. Darum geht es doch nicht, Herr Notgeil. Die wollen kein Almosen. Die wollen respektiert und als vollwertige Menschen akzeptiert werden. Verstehen Sie das denn nicht? Die wollen sich und der Welt beweisen, dass sie was erreichen können im Leben. Also gut, dann nehmen Sie von mir aus das Geld vom Kirchenkonto. Aber Sie geben es als Kredit weiter. Vom St. Augustin-Konto? Ja, mit Zinsen und allem. Ganz offiziell. Ich kann unter gar keinen Umständen mit leeren Händen zurückkommen und sagen, tut mir leid, Kinder, aber ihr seid nichts. Ihr könnt nichts und deshalb gibt's nichts. Also... Das ist wirklich mehr als unkorrekt, Herr Kämpfer. Und es geht nicht. Aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Also, vor knapp einer Stunde saß hier einer Ihrer jungen Unternehmer und hat auch allen Ernstes versucht, mich zu erpressen. Sagen Sie das nochmal. Ja, ich habe ihn natürlich rausgeschmissen. Aber wenn ich jetzt klein beigebe und den Kredit gewähre, nicht, dann sieht das doch ganz so aus, als wäre an der Sache was dran, nicht? Sie sagen, einer der jungen Leute war hier und hat gesagt, entweder kriegen wir den Kredit oder ich gehe zur Polizei oder was? Zu meiner Frau. Also auf der Rückreise von einem Seminar in Bad Königshof, da ist mein Wagen liegen geblieben, nicht? Und dieser Thomas, der hat mir geholfen, den Wagen wieder flott zu machen. Und weil unsere Frau Henninger in meiner Begleitung war, hat er sich irgendwas zusammengereimt. Lächerlich. Ach, dieser dumme Kerl. Aber daran können Sie doch sehen, wie verzweifelt die jungen Leute sind. Na ja, verzweifelt hat er nicht ausgesehen. Und geredet hat er auch nicht. Also es tut mir wirklich sehr leid, Herr Kämpfer. Bitte trinken Sie doch noch einen Kaffee aus. Danke. Ja. Ja, kleinen Moment. Wiedersehen, Herr Kämpfer. Wiedersehen. Ja. Also seit 4 Stunden renne ich jetzt hinter dir. Irgendwann wirst du mir eine Antwort geben müssen. Warum dann nicht jetzt und hier? Ich liebe dich, also wo ist das Problem? Und wenn es ein Problem gibt, dann möchte ich es gerne wissen. Das Problem ist, dass wenn ich zu spät zur Apotheke komme, Frau Preixl ihren Zinkverband nicht gewechselt kriegt und das ist dann sehr schlecht für das Wasser in ihrem Bein. Ich habe dich nicht gebeten, mitzukommen. Es tut mir leid, wenn es nicht so lustig ist, wie du dir gedacht hast. Aber du wolltest ja unbedingt wissen, wie sinnvoll mein Leben ist, oder? Langweilig, ziemlich anstrengend und geht an die Nieren. Ich liebe dich. Hallo. Ich bin's, Kempfert. Störe ich? Die Praxis ist eigentlich schon geschlossen. Kommen Sie rein. Eine provisorische Plombe ist eben nur eine provisorische Plombe und hält nicht monatelang. Die Plombe ist völlig in Ordnung. Ich esse ja kaum was. Und die Kochversuche meiner Schwester stellen keine allzu großen Anforderungen an den Erker meiner Zähne. Ich bin nur gekommen, um einen normalen Menschen zu sehen. Ich habe mir zwar bisher mit Erfolg eingeredet, ein außergewöhnlicher Mensch zu sein, aber bitte. Ich meine, ein Mensch, der irgendwie selber zurechtkommt, der weiß, was er tut. Sie verstehen schon. Und dann haben Sie diesen fantastischen Stuhl, in dem man sich vorkommt wie in Abrahams Schoß.
Warum kann ich nicht ein paar Minuten so daliegen und Sie erzählen mir was? Wie geht's Ihren Kindern? Ich denke, Sie wollen nicht mit Problemen belastet werden. Gibt es welche? Ach, keine wirklichen. Meine Tochter möchte die Nase operiert haben. Ich habe die Nase von meinem geschiedenen Mann, ich kann Sie verstehen. Kinder. Herr Kämpfer, ich möchte nicht indiskret sein. Aber glauben Sie nicht, dass ein Pfarrer eine Frau haben sollte? Wollen Sie jetzt eine amtliche oder eine private Antwort? Von Amtswegen dürfen Sie ja keine haben. Die Gemeinde ist die Familie des Pfarrers. Na schon, gut, lassen wir es. Nein, nein, ich mache mir da nichts vor. An sich ist der Gedanke dahinter völlig in Ordnung. Der Pfarrer ist so immer verfügbar, hat keine privaten Entschuldigungen. Er ist immer da. Für jeden und für Gott. Aber? Aber als Mann bin ich ein Krüppel. Aber mit der Zeit lernt man zu hinken, ohne dass es auffällt. Ich kann Sie beruhigen, nach meinen Erfahrungen mit der Ehe versäumen Sie nicht allzu viel. Aber wenn Sie schon mal da sind, wollen wir nicht doch einen Blick auf Ihre Blonde werfen? Ich muss weiter. Ehrlich. Danke. Wofür? Für die Behandlung. Rein und rein. 36. 40. 44. Mach mal Platz für den Pfarrer. Mach mal Platz. Was ich? Na komm, wir haben zu reden. Sag mal, bist du noch ganz sauber, ne? Sie waren auf der Sparkasse. Ja, ich habe ausgesehen wie ein Idiot. So, wie kann man nur so blöd sein? Tommy. Ich dachte, probieren kann man es ja mal. Weil gerade wenn so ein Typ einen behandelt wie den letzten Dreck und dabei selber genug am Stecken hat. Herr Notgall und Frau Henninger waren auf einem Seminar in Bad Königshof. Okay, okay, aber das wäre das erste Seminar, das in einem Busch stattfindet und bei dem die Damen auf dem Rücken liegen. Und selbst wenn das so wäre, ist das noch lange kein Grund, jemanden zu erpressen? Ist dir klar, dass du damit alles verdorben hast? Tommy! Guten Herr Henninger! Guten Abend, Frau Fried! War sie wieder daheim? Ja, ja. Warten Sie, ich schließe auf. Ah, danke. So, bitte. Ich meine ja nur, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wenigstens habe ich keine Lust mehr. Was hast du ihm denn gesagt? Günther! Wem? Na, dem Pfarrer. Nichts. Ich habe ihm gesagt, dass wir auf einem Wochenendseminar von der Zentrale waren, nicht? Also alles ganz normal. Normal? Ja. Oh Gott. Was war das? Hannelore! Wo steckst du denn? Ach, du liegst schon im Bett. Bleib ruhig liegen. Ich hab schon gegessen. In Raststätte, im Bruchsal. Ich bin einfach durchgefahren. Aber ein Bier hast du doch noch da im Haus, oder? Guten Abend, Herr... Notgall. Notgall. Machen Sie Überstunden? Thank you.
Wiedersehen. Schönen Sonntag. Und, gibt's schon was Neues? Geduld, Herr Rösner. Haben Sie doch etwas Vertrauen. Irgendwie kommt alles ins Lot. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Kämpfer. Wiedersehen. Schönen Sonntag. Und, wieso hat's jetzt auf einmal doch noch geklappt? Wenn ich dir das sage, wirst du es doch nicht glauben. Ja, was macht die Firma? Es läuft an. Und nochmals vielen Dank, Herr Notgeil. Wieso? Ist doch Ihr Geld. Ja, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Freut mich. Wirklich eine schöne Predigt, Herr Kempfert. Also jetzt, wo mein Mann nicht mehr so oft unterwegs ist am Wochenende, da werden wir regelmäßiger zum Gottesdienst kommen können. Nicht wahr, Günther? Ja, so ist es. Ja. Ja, ja. Die Wege des Herrn. Bitte? Ja. Schönen Sonntag noch. Auf Wiedersehen. Sei doch froh, dass du mich los bist. Ich war dir doch nur im Weg, oder? Wahr. Inzwischen habe ich mich aber an dich gewöhnt. Ja. Jeder braucht jemand. Auch ein Pfarrer, mit dem er reden kann. Und leider bist du hier die Einzige, die sich traut, mir ab und zu mal ordentlich die Meinung zu sagen. Jeder braucht jemand. Sehr richtig. Werner braucht mich. Vor allem jetzt, nach dem Tod seiner Frau. Und ich brauche ihn. Ich habe ein ganzes Leben lang gewartet, Adam. Mein ganzes Leben. Du hast dir immer genommen, was du wolltest. Ich habe mit dem vorlieb nehmen müssen, was sich so ergab. Wie jeder, der nicht weiß, was er will. Jetzt weiß ich, was ich will, Adam. Zum ersten Mal. Und ich werde es mir nehmen. Tut mir leid. Ich war gerne hier bei dir. Aber du brauchst mich nicht wirklich. Du hast ja den lieben Gott. Aber der kann nicht kochen. Also, dann tu, was du nicht lassen kannst. Ja, also Else, ich hoffe, du lässt dich bald mal wieder bei mir sehen. Auf jeden Fall. Und sag dem Werner viele Grüße. Er braucht keine Angst vor mir zu haben. Er kann sich ruhig auch mal blicken lassen. Ja, dann leb wohl. Herr Kempfert! Morgen, Herr Bürgermeister. Gehen Sie weg? Ja, warum? Geht es auch später. Ich bräuchte Sie nämlich dringend. Haben Sie die Zeitung gelesen? Sie meinen die Kolumne von Bardusch? Ja, jetzt ist es raus. Ich habe Angst, der Betriebsrat mobilisiert seine Leute. Der Dannecker muss wissen, dass wir auf seiner Seite sind, falls es zum Streik kommt. Kommen Sie. Jetzt? Ja, je früher, desto besser. Jetzt ist er noch zu Hause und kann sich nicht drücken.
Tut mir leid, Charlie. Aber ihr habt ja gehört. Ja, und wir? Keine Angst, da kann nichts schief gehen. Habt ihr die Kalkulation vom Busche? Mhm. Na also, sagt dem Herrn Notgall einen schönen Gruß von mir und wenn er das Konto von St. Augustin behalten will, dann soll er euch mal helfen, okay? Und wenn er Nein sagt? Ach, der Charlie schafft das schon. Tut mir wirklich leid, aber ich muss dringend weg. Nein, bist du... Euch nichts. So ist es. Nur wenn unsere Eltern bürgen und dann will er sich das immer noch überlegen, aber das können sie vergessen. Er hat was gegen uns. Von dem würde ich sowieso kein Geld nehmen. Ah, das werden wir ja sehen. Herr Pfarrer! Ja? Sie möchten den Herrn Bischof anrufen, wegen dem Fräulein Dannecker. Ah, ich komme. Wo ist denn euer vierter Mann? Hat sich abgeseilt. Der Tommy ist ein Chaot. Hm. Und, was geht Sie das an? Nichts. Aber ich weiß ja nicht, was Ihre Frau dazu sagen würde, wenn sie wüsste, was Ihr Güntherchen so treibt am Wochenende. Aber wahrscheinlich haben Sie mit Ihrer Sekretärin ja nur Pilze gesucht. So, junger Mann. Jetzt stehen Sie auf und entschuldigen sich bei mir. Und dann machen Sie, dass ich herauskomme, und zwar etwas plötzlich. Oder glauben Sie im Ernst, ich lasse mich von einem Typ wie Sie erpressen? Seien Sie froh, dass ich einen 18-jährigen Sohn habe und weiß, auf was für idiotische Ideen man in Ihrem Alter kommen kann. Sonst würde ich jetzt die Polizei rufen. Hey, hey, wer sagt denn was von Erpressung? Eine Hand wäscht die andere, oder? Also raus jetzt. Raus! Also, du bist heute Abend noch zu erreichen. Ja, gut. Fräulein Dannecker, Herr Bischof. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Bischof. Guten Tag. Ihren Vater kenne ich ja nun schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Spielt er immer noch so gut Golf? Ja, nur selten. Er ist immerhin schon bald 70. Ach, heutzutage spielt das doch gar keine Rolle. In diesem Fall leider doch. Und damit sind wir schon beim Anlass meines ziemlich überfallartigen Besuches. Doch, doch. Es ist sonst nicht meine Art, mich so aufzudrängen, aber so wie die Dinge sich entwickelt haben, schien mir Eile angebracht. Was für Dinge? Genauer gesagt, die Art und Weise, wie Pfarrer Kempfert sein Amt missbraucht und versucht, Einfluss auf meinen Vater zu gewinnen. Und damit auf die Geschäftsführung der Dannecker AG. Pfarrer Kempfert? Ja, Pfarrer Kempfert. Ja, aber du kennst mich doch gar nicht. 56 Tage. Und die Nächte nicht zu vergessen, in denen ich an dich gedacht habe. Und daran, was mir eigentlich wichtig ist im Leben. Deine Arbeit hat einen Sinn. Du gibst den Menschen was. Ich hab kassiert, ausgegeben. Aber ich hab nie gegeben. Ich war ein Angeber. Und das hast du mir erst klar gemacht. Alter. Und du glaubst, wenn du mich heiratest, dann hat alles plötzlich einen Sinn? Ich liebe dich. Ich dich auch, Leo. Aber glaub doch nicht, dass mein Leben sinnvoller ist als deins. Was mache ich denn? Wenn ich Rüdiger nachher wieder abliefere, dann sitzt er in der Ecke und starrt vor sich hin und wartet, bis jemand kommt, der nächste Woche wieder spazieren fährt. Immerhin, du kommst, oder? Mhm. Aber ich mache mir nichts mehr vor. Das ist so einfach. Man spielt den Helden, opfert sich für die gute Sache, verzichtet auf alles Mögliche. Und dafür kriegt man den Sinn des Lebens geliefert, nicht wahr? Das ist es doch wert. Alles nur Haschen nach Wind, Leo.
Ja, ein Schiff, Rüdiger. Und nächste Woche, wenn wieder so schönes Wetter ist, dann fahren wir mit dem Schiff. Erst den Main runter und dann den Rhein. Ja, vielleicht kommt Leo auch mit. Na? Alles klar? Erzählt mal. Da gibt's nichts zu erzählen. Abgelehnt. Abgelehnt? Wir waren noch auf der Unionsbank, aber die haben den Schrieb vom Busche nicht mal gelesen. Soll das heißen, der Notgall gibt euch nichts? So ist es. Nur wenn unsere Eltern bürgen und dann will er sich das immer noch überlegen, aber das können sie vergessen. Er hat was gegen uns. Von dem würde ich sowieso kein Geld nehmen. Das werden wir ja sehen. Herr Pfarrer! Ja? Sie möchten den Herrn Bischof anrufen, wegen dem Fräulein Dannecker. Ja, ich komme. Wo ist euer vierter Mann? Hat sich abgeseilt. Der Tommy ist ein Chaot. Hm. Und, was geht das an? Nichts. Aber ich weiß ja nicht, was Ihre Frau dazu sagen würde, wenn sie wüsste, was ihr Güntherchen so treibt am Wochenende. Aber wahrscheinlich haben Sie mit Ihrer Sekretärin ja nur Pilze gesucht. So, ja, Mann. So blöd sein. Tommy. Ich dachte, probieren kann man's ja mal. Weil gerade wenn so ein Typ einen behandelt wie den letzten Dreck und dabei selber genug am Stecken hat. Herr Notgall und Frau Henninger waren auf einem Seminar in Bad Königshof. Okay, okay, aber das wäre das erste Seminar, das in einem Busch stattfindet und bei dem die Damen auf dem Rücken liegen. Und selbst wenn das so wäre, ist das noch lange kein Grund, jemanden zu erpressen. Ist dir klar, dass du damit alles verdorben hast? Tommy! Guten Abend, Frau Fried. War wieder daheim? Ja, ja. Warten Sie, ich schließe auf. Ah, danke. So. Bitte. Ich meine ja nur, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wenigstens habe ich keine Lust mehr. Was hast du ihm denn gesagt? Günther. Wem? Na, dem Pfarrer. Nichts. Ich habe ihm gesagt, dass wir auf einem Wochenendseminar von der Zentrale waren, nicht? Also alles ganz normal. Normal? Ja. Oh Gott. Was war das? Hannelore! Wo steckst du denn? Ach, du liegst schon im Bett. Bleib ruhig liegen. Ich hab schon gegessen. In Raststätte, im Bruchsal. Ich bin einfach durchgefahren. Aber ein Bier hast du doch noch da im Haus, oder? Guten Abend, Herr. Notgall. Notgall. Machen Sie Überstunden? Wiedersehen. Schönen Sonntag. Und, gibt's schon was Neues? Geduld, Herr Rösner. Haben Sie doch etwas Vertrauen. Irgendwie kommt alles ins Lot. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Kämpfer. Wiedersehen. Schönen Sonntag. Und, wieso hat es jetzt auf einmal doch noch geklappt? Wenn ich dir das sage, wirst du es doch nicht glauben. Ja, was macht die Firma? Es läuft. Keine Angst, Kinder. Der Herr Notgall ist kein Unmensch. Wenn der ein gutes Geschäft füttert und sieht, dass es euch ernst ist, ja, dann geben Sie denen das Geld. Darum geht es doch nicht, Herr Notgall. Die wollen kein Almosen. Die wollen respektiert und als vollwertige Menschen akzeptiert werden. Verstehen Sie das denn nicht? Die wollen sich und der Welt beweisen, dass sie was erreichen können im Leben. Also gut, dann nehmen Sie von mir aus das Geld vom Kirchenkonto. Aber Sie geben es als Kredit weiter.
vom St. Augustin-Konto? Ja. Mit Zinsen und allem. Ganz offiziell. Ich kann unter gar keinen Umständen mit leeren Händen zurückkommen und sagen, tut mir leid, Kinder, aber ihr seid nichts und ihr könnt nichts und deshalb gibt's nichts. Also, das ist wirklich mehr als unkorrekt, Herr Kempfert. Und es geht nicht. Aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Also, vor knapp einer Stunde saß hier einer Ihrer jungen Unternehmer und hat doch allen Ernstes versucht, mich zu erpressen. Sagen Sie das nochmal. Ja, ich habe ihn natürlich rausgeschmissen. Aber wenn ich es klein beigebe und den Kredit gewähre, nicht, dann sieht das doch ganz so aus, als wäre an der Sache was dran, nicht? Sie sagen, einer der jungen Leute war hier und hat gesagt, entweder kriegen wir den Kredit oder ich gehe zur Polizei oder was? Zu meiner Frau. Also auf der Rückreise von einem Seminar in Bad Königshof, da ist mein Wagen liegen geblieben, nicht? Und dieser Thomas, der hat mir geholfen, den Wagen wieder flott zu machen. Und weil unsere Frau Henninger in meiner Begleitung war, hat er sich irgendwas zusammengereimt. Lächerlich. Ach, dieser dumme Kerl. Aber daran können Sie doch sehen, wie verzweifelt die jungen Leute sind. Na ja, verzweifelt hat er nicht ausgesehen. Und geredet hat er auch nicht. Also, es tut mir wirklich sehr leid, Herr Kempfert. Bitte trinken Sie doch einen Kaffee aus. Danke. Ja. Ja, kleinen Moment. Wiedersehen, Herr Kempfert. Wiedersehen. Ja. Seit 4 Stunden renne ich jetzt hinter dir. Irgendwann wirst du mir eine Antwort geben müssen. Warum dann nicht jetzt und hier? Ich liebe dich, also wo ist das Problem? Und wenn es ein Problem gibt, dann möchte ich es gerne wissen. Das Problem ist, dass wenn ich zu spät zur Apotheke komme, Frau Brexel ihren Zinkverband nicht gewechselt kriegt und das ist dann sehr schlecht für das Wasser in ihrem Bein. Ich habe dich nicht gebeten, mitzukommen. Es tut mir leid, wenn es nicht so lustig ist, wie du dir gedacht hast. Aber du wolltest ja unbedingt wissen, wie sinnvoll mein Leben ist, oder? Langweilig, ziemlich anstrengend und geht an die Nieren. Ihnen vertraut. Ist das nicht komisch? Was wollten die denn von dir? Mach wenigstens die Tür zu, wenn du mich tust. Was interessieren dich diese Typen? Hast du ihn denn nicht erkannt? Wen? Na, den mit der Yuppie-Frisur. Mit was für einer Frisur? Der junge Mann, der deinen Wagen repariert hat. Ach, du meinst im Bad Königshof? Genau. Hat er dich erkannt? Na, wenn ich ihn erkannt hab. Ach was, das ist doch schon eine ganze Weile her. Und wenn schon? Ja, was wollte er? Einen Kredit. Und, hast du ihn bewilligt? Nein, nun reg dich bitte nicht auf. Du siehst schon wieder überall Gespenster, Hannelore. Wir waren zusammen auf einem Weiterbildungskurs. Ne? Da ist doch nichts dabei. Wie jedes Wochenende. Aber nicht dieses Wochenende. Wieso? Mein Mann kommt zurück. Ach, wann? Morgen. Aha. Na ja, wie wär's denn mit heute Abend? Günther, wenn einer reinkommt. Frau Henninger, würden Sie die Akte Sasse aus meinem Wagen holen, ja? Seien Sie doch so gut. Jawohl, Herr Notgeil. Mensch, wenn ich nur wüsste, wo ich den Blödmann schon mal gesehen habe. Hey, na klar, jetzt weiß ich's wieder. Das ist ein Wagen. Ist ja sehr interessant. Und die Tussi kenne ich auch. Sehr interessant. Und jetzt? Bleiben wir hier sitzen oder fahren wir? Also, ich finde, wir sollten den Kempfert holen. Den Fahrer schmeißt er doch bestimmt nicht so schnell raus. Okay, aber erst versuchen wir es noch woanders. Ja, dann mach's mal schön. Dringend tut's doch sowieso nichts. Ey, es muss doch nicht alles so beknackt sein wie der. Viel Spaß, ich hab da eine bessere Methode. Hey, Tommy! Wir haben gestern im Gemeinderat abgestimmt, Herr Danecker. So, haben Sie. Ja. Sie haben also abgestimmt und abgelehnt. Ich habe nichts anderes erwartet. Der Gemeinderat hat zugestimmt. 7-5.
Es geschehen Zeichen und Wunder. Eine Unverschämtheit. Und wer, wenn ich fragen darf? Herr Busche. Doch nicht von Busche und Römer. Leo Busche, wieso? Wenn Sie sich den leisten können, brauchen Sie keinen Kredit. Der kostet uns nichts. Wir sind befreundet. Ah ja. Gut, dann wollen wir mal sehen, was Ihr Freund da ausbaldowert hat. Sie wollen also der Post Konkurrenz machen. So, so. Ja? Mhm. 2 Stunden garantierte Lieferfrist, vielleicht sogar nur 1 Stunde, da sind wir konkurrenzlos. Mhm. Das geht ja natürlich nicht. 12.000 Mark Eigenkapital. Motorräder können wir nicht als Eigenkapital akzeptieren. Ja, aber das ist ja gerade der Witz. Mit unseren Rädern sind wir viel schneller als die anderen. Leider finanziert unser Institut keine Witze. 20 Mark pro Sendung. Das bezahlt doch kein Mensch. Mit dem Taxi kostet es das Doppelte. Und dauert länger. Also, nehmen Sie, danke, es mir bitte nicht übel, Herr Rösner, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Taxi und einem Rocker, sowas ist schließlich Vertrauenssache, ne? Wir kriegen Uniform. Und jede Sendung ist versichert, bis zu 1000 Mark, das ist ja schon einkalkuliert. Ich weiß. Aber wie kommt Herr Busche auf 18.000 Mark Rendite? Von irgendwas müsst ihr doch leben. Ja, wir brauchen nicht viel. Bis auf Tommy wohnen wir alle bei unseren Eltern. Zumindest vorerst. Und wir lassen den Gewinn stehen. Sie haben in 2 Jahren ihr Geld zurück. So, das hat Herr Busche geraten. Aber das ist doch unternehmerischer Unsinn. Nicht? Zinsen sind absetzbar und je höher der Gewinn, desto mehr Steuern. Ja, das hat Herr Busche auch gesagt. Aber uns ist es lieber so. Mit Schulden macht's nämlich nicht so viel Spaß. Und warum sollten wir für die Bank arbeiten? Psst. Ja, ja. Ja, ja, also, ich würde sagen, Sie lassen das mal hier und ich überlege mir die Sache. Ende des Monats gebe ich Ihnen Bescheid. Was gibt's denn da zu überlegen? Die Firma steht wie eine Eins. Auf dem Papier. Alles, was Sie haben, ist ein Stück Papier. Ja, und überhaupt ohne Unterschrift Ihrer Eltern läuft da überhaupt nichts. Wir sind alle über 18. Ja, das mag ja sein, Herr Strecker, aber ohne Bürgschaften, nicht? Können wir das Ganze gleich vergessen, bitte sehr. Sie geben auch nur denen Geld, die schon genug haben. Wie? Kommt. Das ist eine gute Idee. Und Sie wissen das. Sie wollen uns noch nicht ranlassen an den Kuchen. So ist es doch. Komm, lass den sein. Wer an den Kuchen ran will, muss sich an die Spielregeln halten. Ihr habt doch noch keinen Tag in eurem Leben richtig gearbeitet. Aber eine Firma aufmachen. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht in 3 Wochen alles hinschmeißt? So ein Kredit ist Vertrauenssache. Und wir haben Ihnen vertraut. Ist das nicht komisch? Nun, ich habe den Verdacht, dass Pfarrer Kämpfer ziemlich skrupellos die Angst meines Vaters vor dem Tode ausnutzt. Man kennt das doch. Da kommt der Pfarrer, malt den Teufel an die Wand und man denkt, nun ja. Mein Vater hat im Diesseits ganz gut gelebt und ich glaube kaum, dass er im Jenseits seinen Lebensstandard verschlechtern möchte. Mhm. Kurzum, ich möchte Sie bitten, Herrn Kämpfer zurückzupfeifen. Von mir aus kann er sich weiterhin um den Seelenfrieden meines Vaters bemühen und Spenden kassieren. Aber aus unseren Geschäften soll er sich heraushalten, davon versteht er nichts. Und es kann doch kaum in Ihrem Interesse liegen, dass, wie Kempfert vorschlägt und wie in der Zeitung zu lesen ist, die Kirche zugunsten des Werkes Eberfeld auf ihre Kirchensteuer verzichtet, oder? Nein, das wäre nicht in unserem Interesse. Und sowieso, das sind doch alles Fantastereien. Natürlich wäre eine solche Lösung möglich, wenn die Menschen anders wären. Aber sie sind es nicht. Noch nicht. So lange kann ich nicht warten. Sie haben ja noch ein paar tausend Jahre Zeit. Also, kann ich mit Ihrem Einverständnis rechnen? Ich werde mich informieren und mit ihm reden. Sagen Sie, haben Sie wirklich vor, das Eberfelder Werk zu schließen?
Das entscheide nicht ich, sondern die Mehrheit der Aktionäre und der Vorstand. Auf jeden Fall nicht der Herr Kempfert. Sicher nicht. Grüßen Sie Ihren Herrn Vater. Ja. Sie haben mir zugehört. Sie haben die ganze Zeit gelächelt, aber wirklich geantwortet haben Sie mir nicht. Fast wie mein Vater. Mein Beruf ist es, der Vater aller zu sein und nicht Partei zu nehmen, weder für den einen noch den anderen. Und da bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als zuzuhören und verständnisvoll zu lächeln. Ziemlich indifferent, finden Sie nicht? Ach, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was ich denke, da wären Sie auch nicht glücklich. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wiedersehen, Herr Fischer. Wiedersehen. Machen Sie mir eine Verbindung mit Pfarrer Kempfert. Guten Tag, Herr Notgard. Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich bitte Sie. Dafür sind wir ja schließlich da. Also, nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Kaffee? Ja, warum nicht? Also, zwei Tassen. Mit ja? Milch und Zucker? Schwarz. Am Steckenrad. Herr Notgall und Frau Henninger waren auf einem Seminar in Bad Königshof. Okay, okay, aber das wäre das erste Seminar, das in einem Busch stattfindet und bei dem die Damen auf dem Rücken liegen. Und selbst wenn das so wäre, ist das noch lange kein Grund, jemanden zu erpressen. Ist dir klar, dass du damit alles verdorben hast? Tommy! Guten Abend, Frau Fried. War sie da daheim? Ja, ja. Warten Sie, ich schließe auf. Ah, danke. So. Bitte. Ich meine ja nur, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wenigstens habe ich keine Lust mehr. Was hast du ihm denn gesagt? Günther. Wem? Na, dem Pfarrer. Nichts. Ich habe ihm gesagt, dass wir auf einem Wochenendseminar von der Zentrale waren, nicht? Also alles ganz normal. Normal? Ja. Oh Gott. Was war das? Hallo! Wo steckst du denn? Ach, du liegst schon im Bett. Bleib ruhig liegen. Ich hab schon gegessen. In Raststätte, im Bruchsal. Ich bin einfach durchgefahren. Aber ein Bier hast du doch noch da im Haus, oder? Guten Abend, Herr. Notgall. Notgall. Machen Sie Überstunden? Schönen Sonntag. Und, gibt's schon was Neues? Geduld, Herr Rösner. Haben Sie doch etwas Vertrauen. Irgendwie kommt alles ins Lot. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Kämpfer. Wiedersehen. Schönen Sonntag. Und, wieso hat es jetzt auf einmal doch noch geklappt? Wenn ich dir das sage, wirst du es doch nicht glauben. Ja, was macht die Firma? Es läuft an. Und nochmals vielen Dank, Herr Notgall. Ja, wieso? Ist doch Ihr Geld. Ja, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Freut mich. Ich komme gleich, Charlie. Wenn die Stimme des Herzens ruft, was soll ich da noch sagen? Du sollst sagen, dass du meine Entscheidung respektierst, dass du verstehst, warum ich gehen muss und dass ich keine Angst zu haben brauche, weil alles gut wird, Adam.
Else, Else. Sei doch froh, dass du mich los bist. Ich war dir doch nur im Weg, oder? Wahr. Inzwischen habe ich mich aber an dich gewöhnt. Ja. Jeder braucht jemand. Auch ein Pfarrer, mit dem er reden kann. Und leider bist du hier die Einzige, die sich traut, mir ab und zu mal ordentlich die Meinung zu sagen. Jeder braucht jemand. Sehr richtig. Werner braucht mich. Vor allem jetzt, nach dem Tod seiner Frau. Und ich brauche ihn. Ich habe ein ganzes Leben lang gewartet, Adam. Mein ganzes Leben. Du hast dir immer genommen, was du wolltest. Ich habe mit dem vorlieb nehmen müssen, was sich so ergab. Wie jeder, der nicht weiß, was er will. Jetzt weiß ich, was ich will, Adam. Zum ersten Mal. Und ich werde es mir nehmen. Tut mir leid. Ich war gerne hier bei dir. Aber du brauchst mich nicht wirklich. Du hast ja den lieben Gott. Aber der kann nicht kochen. Also, dann tu, was du nicht lassen kannst. Tja, also Else, ich hoffe, du lässt dich bald mal wieder bei mir sehen. Auf jeden Fall. Und sag dem Werner viele Grüße. Er braucht keine Angst vor mir zu haben. Er kann sich ruhig auch mal blicken lassen. Ja, dann leb wohl. Herr Kempfert! Herr Kempfert! Morgen, Herr Bürgermeister. Gehen Sie weg? Ja, warum? Geht es auch später. Ich bräuchte Sie nämlich dringend. Haben Sie die Zeitung gelesen? Sie meinen die Kolumne von Bardusch? Ja, jetzt ist es raus. Sie